Vor-Ort-Termin. Abgeordnete der CDU-CSU-Bundestagsfraktion besuchen Startups in Berlin. Sie wollen wissen, wie beurteilen Gründer den Standort Deutschland, wo drückt der Schuh und wie kann Politik hier unterstützen. Ja, wer mit Startups spricht, der wirft so einen Blick in die Zukunft, auch der Branchen, etwa im Bereich der Landwirtschaft oder auch im Bereich E-Health, im Bereich der Finanzbranche. Wer mit einem Fintech spricht, der hat so eine Vorstellung davon, wo sich die Branche hinentwickelt. Und deshalb wollen wir mit ganz vielen Fachpolitikern, mit 10 verschiedenen Startups aus den unterschiedlichen Bereichen sprechen, um zu schauen, wie sieht denn die Zukunft in diesen Bereichen aus und wie müssen wir deshalb auch Gesetzgebung und Rahmenbedingungen schaffen, damit wir in Deutschland wirtschaftlich wie gesellschaftlich die Chancen nutzen können. Von Fintech über Robotik bis zur Digitalisierung der Landwirtschaft. Insgesamt 10 Startups aus allen möglichen Branchen stehen auf dem Besuchsprogramm. Ubitricity zum Beispiel will das Problem der Stromtankstellen für Elektroautos revolutionieren. Und zwar mit Steckdosen, die kostengünstig in bestehende Straßenlampenmasten integriert werden können. Die Abrechnung erfolgt online über eine im Ladekabel integrierte Tankuhr. China hat Interesse und in Großbritannien wird die vielversprechende Idee schon eingesetzt. In Deutschland dagegen stößt das hierzulande entwickelte Konzept noch auf bürokratische Widerstände. Das ist eine Top-Idee, die erstmal sehr simpel klingt. Auf der anderen Seite, ich sag mal, braucht sie nur noch einen kleinen Schritt, um letztendlich an den Markt zu bekommen. Und es gibt es Ideen, wie man das macht in London. Aber wir selbst bei uns in Deutschland, insbesondere in Berlin, blockieren uns selbst und dann kriegen das nicht gebacken. Und da sind wir gefragt als Politik, um das anzuschieben. Und deswegen sind wir hier und das wollen wir machen. Wirtschaft 4.0 steht im Mittelpunkt des Besuchs bei der Firma BigRap. Mit ihrem XXL 3D-Drucker sind diese Gründer schon in der Zukunft angekommen. In wenigen Stunden kann hier vom Prototyp bis zum Ersatzteil alles Mögliche ausgedruckt werden. Wir haben das Thema Finanzierung als eines, wir haben aber vor allem auch das Thema Gründerkultur als ein ganz großes Thema. Das haben wir bei BigRap heute auch erfahren, dass das eines der Themen ist, an denen wir arbeiten müssen. Da kann Politik natürlich dazu beitragen, dass sich die Kultur einfach verändert und das ist ein ganz großes Thema, an dem wir arbeiten müssen.